Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich war eigentlich auf dem Weg zum Verbrechen, allerdings musste ich mich da kurz aus dem Staub machen. Und habe ich da vorne was entdeckt, was interessant aussah. Und ich dachte, wir könnten uns das kurz anschauen. Aber zuerst muss ich hier noch kurz die Leute hier... Afterlife-Legende. 50 Street Cred. Also nice. Das hatte ich noch nie. Deshalb kam ja auch das Achievement, logischerweise. Genau, hier vorne gab es irgendwie einen Aufstand. Oder eine Party. Jedenfalls sind die Leute markiert auf der Karte. Scavenger. Sah interessant aus. Scavenger-Ratte. Die greifen mich interessanterweise nicht an. Allerdings ist es offensichtlich doch nicht ganz so interessant, aber hier gibt es noch was. Ein NCPD-Polizist. Was ist hier wohl passiert? Jack Fisher und Daddy Sampot. Wart am üblichen Ort. Unterwegs. Gib mir das Geld durchs Fenster. Und zwar schnell. Wozu die Eile? NCPD hat was rausgefunden. Wir haben einen von denen am Haken, weil die Konzerne durchgedreht sind. Nachdem der letzte Konvoi von Maelstrom aufgehalten wurde, obwohl nur die Bullen die Lieferantenroute kannten. Haben die was gegen dich in der Hand? Noch nicht, weil wir vorsichtig sein werden. Aber sie haben überall Augen. Deshalb bin ich hiernach raus. Schade. Es war schön, mit dir Geschäft zu machen. Ganz meinerseits. Maelstroms sind nicht so übel, wie alle behaupten. Zwei NC-Healer. NCP-Healer. Gefälschte Dokumente. Naja, ich nehme mal euer Auto. Wir, beziehungsweise ich, war nämlich auf dem Weg zu der Verbrechensmeldung Paranoia, begebe ich zu Dirty Freds Lager. Da habe ich aus Versehen jemanden überfahren. Deshalb musste ich da fliehen von der Polizei und bin dann in die jenste Gasse geflohen, was geklappt hat. Und da habe ich das entdeckt. Nee, ich lass die mal. Da sind wir also bei Dirty Freds Lager. Was hier oben sein soll. Guckt man wahrscheinlich. Oder auch nicht. Halt dann irgendwie anders hoch. Nee, auch nicht. Speichere mal kurz wieder. Okay, vielleicht über das Seil hier. Sind was? Fanatiker von Maelstrom.
Dr. Paradox. Wir bauen künstliche Städte im Orbit, laden unsere Gedanken in integrierte Schaltkreise runter, programmieren allmächtige KIs, aber wir können keine Impfung gegen Grippe finden. Wisst ihr warum? Weil die Konzerne die Natur zerstören wollen, denn die Natur vergibt keine Patente oder Urheberrechte. So essen wir Huhn aus dem Reagenzglas und Pflanzen aus dem Labor. Sogar die Rechte für Photosynthese haben sie sich schützen lassen. Genug ist genug. Wir müssen Stopp sagen, bevor die sechste Auslöschung uns alle ausradiert. Glaubt ihr, die machen beim Essen Halt? Was ist mit unseren Körpern? An denen gibt es nichts, was sie nicht abschneiden und verbessern, modifizieren können, damit jeder Atemzug und Herzschlag Profit bringt. Und was ist mit den... mit euren Kindern? Aus der Sicht der Konzerne sind sie unerschlossenes Potenzial, verschwendete Güter. Schon bald überzeugen eure Technofaschistoiden Herrscher euch davon, dass Kinder kein natürliches Recht, sondern ein Privileg sind, für das ihr zahlen müsst. Das Wasser, das ihr trinkt, das Essen, das ihr esst, sie verseuchen es mit Chemikalien, die eure Fruchtbarkeit senken, damit sie bald Babys in Wassertanks ausbrüten können, mit Seriennummern auf der Stirn. Agent 47 Hitman, sag ich da nur, ernährt durch ein Kabel statt einer Nabelschnur. Macht die Augen auf, kommt zu euch, bevor es zu spät ist. Interessante Theorie. Verbrechensmeldung Paranoia. Abgeschlossen. Wieder Vorteilspunkte. Da gibt's noch eine Kiste. Hätte ich jetzt übersehen. Wenn ich nicht hier runtergegangen bin. Kurz mal schauen. Ein Attributspunkt. Dann würde ich das jetzt einfach in die technische Fähigkeit ballern. Und zwei Vorteilspunkte. Lizenz zum Verchromen. Pyromanie. Blitzschlag. Ich würde erstmal das hier nehmen, ein Punkt mindestens. Und dann vielleicht noch irgendwo was anderes. Toter Winkel. Je höher deine Chance auf Schadensminderung, desto länger brauchen Gegner, um dich zu entdecken. Chance auf Schadensminderung. Perfekte Deckung. Trifft nur Wurfwaffen. Konterhack. Minus 1 Speicherkosten für solche Quick Hacks. Speicherregeneration. Okay, Explosionsschaden. Why not? Wir müssen das einfach ein bisschen von unten auf leveln. Aber es sieht schon mal gut aus. Street Cred sind wir Level 50. What? Ziemlich gut. Ich glaube, Level 50 das höchste Level, was man da hat? Ich weiß gerade gar nicht. So, jetzt geht's endlich dahin, wo ich eigentlich, glaube ich, vor 2 Folgen hin wollte. Naja,
Kann halt nicht alles haben. Ich musste einfach immer einsammeln. Tut mir so leid. Lass mich sehr schnell ablenken. Hey! Hey, you! I gotta get to a Ripper, man! I'll pay you! Depends. What's wrong with you? You serious? You want my patient history, too? So just want to be sure it's no cyberpsychosis or anything. No, it's a... normal implant malfunction. Happy? You helping me or what? Klar, sicher, right. Komm. Great! Why are we standing here? To the car! Now! Der Arm. Ein Implantat, in Anführungszeichen. Ich sehe schon, was das Implantat ist. Mann, komm, steig ein. Satisfaction guaranteed, they said. Let me guess. Mr. Stud, XCV-19 series. Yeah, how'd you know? Know my implants, including the black market stuff. Faulty series, got recalled. Still selling it on the street, though. Hey, listen, thanks for not laughing at me. Appreciate it. It ain't easy, I'll tell you that. Fuck you. Klar, man darf niemanden auslachen. Just our luck. Go, just go, mow him down. Chill, Chum. Be gone in a sec. Chill? You tell me to chill? It burns. Fuck, it burns. Chill. I'm doing what I can. What I said to my output, she didn't like that too much. Oh, man, der Arme. Stand still. Better go around. Dallos. Jesus fucking Christ! You really gotta keep yelling like that? You even know how much it hurts? Like I'm screwing a goddamn pencil sharpener! Well, suffer in silence, Chum. Heard what doesn't kill you makes you stronger. Real fucking funny. Ist das nicht ein Lied von... Ist das Shakira? Doesn't hurt you... Doesn't kill you makes you stronger. Oder so was. It hurts! Like a motherfucker. Schöne Inszenierung dieser Mission. Als abgesperrt ist, wir außen rumfahren müssen und der Weg länger geht. Finde ich nice. Hat das. I can't. Okay, we're. Hey, you after? I'll call you. But. It hurts like a motherfucker. Was stand da drüber? Jesse Johnson, Zulis. Fuck! Schön. Doc Ryder. Oh, der Arme. Burns like a motherfucking. So schön. I can't.
da waren wir schon mal, das haben wir aufgeräumt. Aber hier oben war ich nicht. Vorne gibt es eine Kiste. Die habe ich übersehen. Oh! Ah, jetzt bin ich hier unten. Das haben wir aufgeräumt hier, das ist Gebiet. Du stehst im Karton. Karton, ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Ich will wieder zu meinem Auto hin. Das war echt eine schöne Mission. Sachen würde man halt verpassen, wenn man nur die Hauptstory spielt. Und dabei geben sich die Entwickler solche Mühe, solche lustigen Kleinigkeiten einzubauen. Schön. Hätten wir das auch weg von der Karte? Kleptomanie? Cyberpsycho? Beat on the Bread? Cyberpsycho. Überfall im Gange. Ist irgendwie unten. Oder ich schau mal kurz im Journal. Begib dich zur Kapelle. Warte, bis Takemura dich nach einem Tag anruft. Finde Evelyns Auftraggeber in Pacifica. Night Moves. Beschäftige dich anderweitig, bis der abgebrachte Mann dich anruft. Ah, das war gerade das. Sieh nach, wohin die Koordinaten führen. Called Mirage. Over the Edge. Beat on the Bread. Die zwei sind beim alten Caldo-Lager. I fought the law. Tja, was machen wir? Kirk. Wollen wir den Job von Kirk anschauen? Oder Over the Edge, vielleicht das. Abholen. Das war ziemlich eine Strecke, 5 Kilometer. Aber ich würde das jetzt einfach mal machen. Und ja, ich fahre dorthin, um möglicherweise noch ein paar Dinge aufzudecken während der Fahrt. Aber nicht mit diesem Radiosender. Irgendwas stimmt da nicht. Wir haben hier den Auftrag erledigt bei RCS. Weird stuff. And I'm showing up, blowing the trees like a wind when I'm over, come drop in the fire, I guess, yeah, yeah.
wir jetzt einfach mal dort die Markierung links. Ja, und fahr dahin. Keine Ahnung, was das das halt anzeigen möchte. Okay, wait. Das mache ich doch noch kurz. Hier unten ist gerade ein Graffiti. Das muss sein. Mein Graffiti geht schnell. Können wir einfach einscannen und dann weiter. Ich muss runter. Doof. Ich dachte, es würde schnell gehen. No entry, Father. No. Interesting. Der Hierogott. Hierophant. Hierophant. Der Hierophant steht für den Respekt vor der Tradition. Er symbolisiert denjenigen, der die etablierte Ordnung aufrechterhalten will, wobei seine Persönlichkeit selbst von ihr geprägt wurde. Der Hierophant vertraut auf Institutionen, weil die Alternative reines Chaos ist. In diesem Glauben findet er Kraft. Sieht auch ziemlich cool aus. Wenn ich diese Graffiti so sehe, wäre das eigentlich eine Idee für ein Tattoo. Würde ich noch cool finden, irgendwie. Würde ich noch cool finden. Gibt's hier unten was? Du siehst mysteriös aus. What do you want, friend? Gut, dann halt nicht. Ah. Ich dachte bloß, weil du hier so einsam und allein auf dem Stuhl sitzt. Was sehr mysteriös aussieht. Schauen. Kommen wir sonst noch irgendwo vorbei? Gut hier. Ich würde sagen, ich fahre dorthin, dann schalten wir wieder rein und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.